Willkommen zurück bei Let's Play The Eye of the Dragon. Wir müssen Ginjal suchen, den Wildhüter. Mein Stern der Verdammnis. Erstmal kümmern wir uns um den Levelaufstieg. Was haben wir denn hier so Feines gekriegt? Giftige Supernova. Berg erheben. Sehr gut. Erstmal die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, dann voll auf Feuerkraft, würde ich sagen. Dann machen wir so auf Feuerkraft. So auf Leben. Und zack. So, aus irgendeinem Grund soll ich nach Ginjal suchen. Obwohl es offensichtlich ist, wo der sich befindet. Aber vielleicht sehen wir ja unterwegs noch ein paar Monster, die wir zu Klum schießen können. Ist ja mal nicht so abwegig. Da haben wir nämlich schon wieder jemanden, der da nicht sein dürfte. Diese dämlichen Zombie-Gorillas. Gehen die einem auf den Sack. Was haben wir hier? Hier sind auch noch Gegner. Natürlich sind hier noch mehr von diesen Gorillas. Warum auch nicht? Hier ist zwar keine verdammte Brutstätte von denen, aber die können ja trotzdem ruhig alle sein. Einfach weil. Grund? Nicht benötigt. Logik? Muss auch nicht vorhanden sein. Hauptsache, das sind Gegner, die Zielsuchangriffe haben und einen tierisch auf den Sack gehen können. Derer Angriffe sogar noch Bogen schlagen kann, um zurückzukommen. Boomerang Affenkamehameha. So. Ach, er hält es nicht für nötig, mit mir zu reden, aber legt sich da so ein leuchtendes Ding vor die Tür. Heute nicht, Tokolosch. Was haben wir denn da Schönes? Hm? Da haben wir ja den Drachen, der alle Welt so in Aufregung versetzt. Zugegeben, du siehst beeindruckend aus. Ich hoffe, du kämpfst auch so gut, wie du aussiehst. Nun, ich gedenke, meinen bescheidenen Teil zum Kämpfen beizutragen. Auf meinen Wanderungen, das ist schon eine Weile her, habe ich einen alten magischen Schlüssel gefunden. Er war in den Schreinen unserer Vorfahren verborgen, in einer Ruinenstadt. Unsere Weisen sagen, dass der Schlüssel unseren Gegnern einen empfindlichen Schlag versetzen kann, wenn er auf einem speziellen Altar in Oasis in der Mitte der Wüste angebracht wird. Du wirst den Schlüssel vor meinem Haus hier ganz in der Nähe finden. Und mit ganz in der Nähe meinte er, einen Meter hinter ihm. Nur, das ist auch nicht gerade ermutigend, wenn er dieses Rape-Face da zieht. Dieses komische Pedo-Face und dabei sagt, dass ich gut aussehe. Was? Was zum... Wow! Schön zu wissen. Aggressive Todessterne. Ich muss nach Oasis in die Wüste. Forest, Terra, Earthskull, Kremek, Turf. Okay. Also, ich muss so in die Wüste fliegen, okay.
Und hinter mir ist ein verrückter Djinn her, der die Todes-, die Verdammnisstern-Technik drauf hat. Gut zu wissen. Oasis, wir fliegen also in eine Command & Conquer Generals Karte. Zum Glück hat der Todesstern mir jetzt nicht so viel angehabt. Ich nenne das Ding mal Todesstern, weil er ist doch eigentlich der Stern der Verdammnis. Natürlich ist die Wüste voll mit Affen. Warum auch nicht? Ist das der Tempel? Es ist so, als wenn man eine Kampfjet-Mission spielt und man hat überall Luftabwehr. Ablegen, ablegen. Wow. Alle Regionen. Wow. Alle Brutstätten im gesamten Wonderland wurden vernichtet. Das ist meine übertriebene Fähigkeit. Kann ich so eins in jeder Region haben? Dann geht das schnell. Obwohl, dann wäre wahrscheinlich... Ach, was jetzt? Ich bin mitten in einem Kampf. Die Brutstätten hier sind zwar zerstört, aber die verbliebenen Monster werden versuchen, sich bei den Stadtbewohnern zu rächen. Verteidige die Stadt und töte die Monster in diesem Gebiet. No shit, Sherlock. Okay, ich schnapp mir das und fliege in Richtung Stadt. Und ich schnapp mir auch noch das. Ich glaube, da hinten sehe ich auch schon wieder einen Kristall. Ja, die Stadt wird angegriffen, das ist mir schon klar. Super, alle Monster aus diesem Bereich gehen jetzt in die Stadt. Zum Glück habe ich ja die Stern der Verdammnistechnik. Damit dürfte ich eigentlich gut gegen die Massen vorankommen. Und einige Gegner werden unterwegs schon mal schön verpestet. Die wandern echt alle in Richtung Stadt. Das gibt eine Schlacht epischen Ausmaßes. Aber dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, wie viele... Oh.
wie viele Brutstätten ich jetzt noch zu zerstören hatte, ist das natürlich problematisch zu wissen, wo finde ich noch Kristalle und wo nicht. Hey Leute, euer Drachen-Jesus ist wieder da. Ja, gegen diese kleinen popligen Drachenkinder da brauche ich ja keine große Verteidigung einleiten. Ich bin nur gerade gespannt. Können die nur aus einer Richtung kommen? Scheint so. Das heißt, ich werde genau hier die Verteidigung einrichten. Nur mit den Affen, das wird unschön. Das wird richtig unschön werden, das sehe ich jetzt schon kommen. Achso, natürlich, die können alle über die Berge kommen. Ja, da kommen schon die ersten. Verteidigung einleiten. Nee. Sagt Hallo zu meinem kleinen Freund. Außerdem meine Zombie-Squad. Lehmzauber. Irgendwie haben die gerade überhaupt keine Chance, wenn die nur so vereinzelt kommen. Aber die KI plant ja auch nicht eine große Aktion gegen mich zu starten. Mal sehen, wie sieht denn das hier aus? Wie lange halten die Zombies? Nicht lange noch. Zum Angriff! Oben beim Berg bleiben, nicht aus der Verteidigung kommen. Noch habe ich notfalls die großen Flächen zerstörenden Zauber. Setzen wir mal Meuchelschwinge ein. Ah, eine von diesen netten roten Meuchelschwingen. Und ein neuer Stern. Der verdammt ist. Oh, jetzt habe ich zwei davon. Oh, jawohl.
versucht euch jetzt mal zu wehren. Grinst ja schon halb an einem Maschinengewehrturm. Wenn die lang genug überleben, habe ich gleich drei. Und darum sind Nekromanten die besten. Die haben immer so nur diesen unfairen Untoten-Zauberkram. Zauber, Leben, Zauber, immer am Leben. Ich habe so den Eindruck, die bewegen sich mit. Nein, 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 nein. Welch epische große Schlacht. Hör auf mich zu leben, Arschloch. Ich kann keine Risiken eingehen. Nein, ich habe nur noch einen von den Sternen. Verdammt. Die Stadt wird angegriffen, die sind durchgekommen. Die gehen hier an der Seite hoch. Ja, gelähmt, gelähmt. Dabei werden sie ja doch durch Gift sterben. Diese verdammten Affen. Die normalen Menschen haben überhaupt keine Chance an diese Topoloschs. Zombie Squad ist wieder einsatzbereit. War das schon alles, was die große Monsterregentschaft von Wonderland zu bieten hat? Ich dachte, da kommt jetzt mehr. Naja, okay, ich habe auch schon sehr viel ausgelöscht gehabt. Ja, aber da vorne kommt noch was. Das dürfte erstmal ausreichen. Naja, okay, Leute, das ist jedenfalls erstmal dieser Part. Im nächsten Part werden wir hoffentlich Wonderland endlich befreien, die Monster alle abwehren und dann in den nächsten Bereich gehen. Bis dann, Leute.